Guten Tag. Hast du vor, durch dieses Tor zu gehen? Willst du mich aufhalten? Nein, aber du solltest wissen, was dich erwartet. Es läuft hier nicht so wie im alten Lager und erst recht nicht so wie bei den Sektenspinnern. Und wie läuft es hier? Es gibt hier keine Gardisten oder Templer, die auf dich aufpassen. Jeder ist sich selbst der Nächste. Und die Einzigen, die zusammenhalten, sind wir Söldner. Okay. Was machen die Söldner? Wir. Wir sind die Söldner der Wassermagier. Unser Ziel ist es, hier auszubrechen. Wir arbeiten hart dafür. Und wir wollen uns hier keinen Lenz machen wie die Lumpen aus dem alten Lager, die sich nur auf den Schultern der Buddler ausruhen. Und wir alle folgen Lee. Er ist ein großer Mann. Nur er hält dieses verdammte Lager zusammen. Ist Lee ein kleiner Mann? Ich find's lustig. Was ist mit dem Rest der Leute? Alles Banditen. Sie kümmern sich keinen Deut um das Lager. Ich würde sie nicht mal das Vortor bewachen lassen. Wahrscheinlich wäre es sinnvoller, dort ein paar Bauern hinzustellen. Okay. Was machen die Magier? Sie erforschen die magischen Eigenschaften des Erzes, das unsere Schürfer aus der Mine holen. Soweit ich das verstanden habe, wollen sie den ganzen verdammten Erzhaufen in die Luft jagen, um die Barriere wegzusprengen. Klingt gefährlich. Sie sagen, wir sollen uns keine Sorgen machen. Okay. Ihr habt einen riesigen Haufen Erz hier? Kann man wohl sagen. Wenn wir den mit der Außenwelt tauschen würden, würde uns der König seine Frau dafür verkaufen. Aber wir werden einen Dreck tun, dem alten Sack das Erz zu geben. Wir wollen hier raus. Okay, wo ist der Erzhaufen? Wo ist der Erzhaufen? Willst du mal richtig viel Erz sehen, was? In der Mitte der Höhle ist ein Loch, da kippen sie alles rein. Aber rankommst du da nicht, das kann ich dir gleich sagen. Die Magier und unsere Leute bewachen das Erz Tag und Nacht. Ich war nur neugierig. Gothic ist ja zum Glück nicht so lang. Gothic 2 mit die Nacht des Raben-Addon ist da ja schon deutlich länger. Dafür aber auch besser. Ja. Wie ist die Lage zurzeit? Die Schürfer sammeln noch. Wenn sie genug Erz haben, jagen wir den Haufen in die Luft. Okay. Verständlich. Pass auf deinen Rücken auf. Alles gut. Krieg ich hin. Ich vergleiche das halt nur sowas mit, wir haben jetzt Yakuza gespielt, wir sind immer noch in Cyberpunk dran. Halt immer so ultra lange Spiele. 70, 80, 90 Stunden oder sowas. Und immer wenn wir ein neues Spiel anfangen, ist das irgendwie auch so eins. Das wird langsam halt ein bisschen lächerlich. Hallo Homer. Ich kenne dich doch. Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lurker am Fundament des Damms nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Okay. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter an meinem Damm rumzunagen. Wo finde ich das Biest? Ich würde auf der anderen Seite des Sees suchen. Keiner von den Leuten hier geht dahin. Wahrscheinlich hat es da seine Höhle. Mach doch einen festen Indie-Game-Tag. Die meisten in 3 bis 5 Sessionen durch, je nach Skill. Habe ich auch schon mal gehabt eine Zeit lang. Das Problem ist, wenn du das machst, es ist sehr teuer. Ob du es glaubst oder nicht, Akutenshi, so oft Spiele zu kaufen, ist nicht günstig. Hast du den Damm gebaut? Ja. Als wir damals das neue Lager gegründet haben, habe ich den Damm errichtet. Natürlich haben alle mitgeholfen, aber ich war der Baumeister. Homer, der Baumeister des Damms. Und wir hatten das schon mal. Wir hatten schon mal den Mittwoch dafür. Als Indie-Game-Tag. Okay, das Lager ist auf jeden Fall groß. Da darf ich doch eh nicht rein, oder? Wo willst du denn hin? Na, da rein. Vergiss es. Silas will in seiner Kneipe nur Schürfer und Banditen sehen. Okay. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich bin Schürfer und ich habe Durst. Siehst nicht aus wie ein Schürfer, so kommst du hier nicht rein, Junge.
Das ist wirklich nicht mein Programm. Was hältst du von etwas Erz als Eintrittsgeld? Wie viel Erz ist denn etwas Erz? Drei. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Ich habe 10 Erz. Hier. 10 Erz? Dafür werde ich dir erlauben, es nochmal zu versuchen. Na, dann nicht. Dann wird die knapp. Hörst wohl schlecht, Bürschchen. Ich will dran vorbeigehen. Darf ich das nicht? Okay. Schreib doch mal die Entwickler an und frag mal unverbindlich nach einem Keymailer. Nee, das gibt es, aber dann kriegst du irgendein Indie-Game. Irgendeins. Und das kann auch echt, da kann auch ganz viel Scheiße bei sein. Und gleichzeitig brauche ich wieder Zeit dafür. Okay, da ist kein Fenster, wo man reinkommt. Du kannst ja für Spiele bewerben. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass das geht. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe mir das auch schon mal angeguckt. Aber ja. Yeah. Die Spiele, wo du dann angenommen wirst. Ja, schwierig. Sagen wir mal so. In der Theorie einfach, in der Praxis schwierig. Wahrscheinlich hast du recht. Ja, der ist aus dem Lager der Sekte. Mit dem muss ich nicht weiterreden. Lass uns lieber über. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Ich habe sogar auf irgendeiner Seite einen Account. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Wo willst du denn hin? Ich darf hier ja nirgendwo hin. Wo geht's hier denn hin? Zu Laris. Wer ist Laris? Ich will zu Laris. Kann mir kaum vorstellen, dass er mit dir redet. Das kannst du getrost mir überlassen. Ich werde dich nicht aufhalten. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Wo soll's denn hingehen? Ich will zu Laris. Laris ist hier. Aber ohne guten Grund wirst du ihn nicht stören. Muss nicht gleich jeder wissen. Ich will mich eurer Bande anschließen. Das wollen viele. Du musst schon mit mehr kommen, wenn du durch diese Tür gehen willst. Du hörst wohl schlecht. Okay, ich gehe ja schon wieder. Alter, das ist, die sind richtig unentspannt in diesem Lager. Alle. Manche lernen dich gar nicht. Würde ich trotzdem nicht stecken. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Kann schon sein. Gut. Das passiert mir nicht nochmal. Du. Sharky, wer bist du? Hey, wie sieht's aus? Willst du was kaufen? Was denn? Ich könnte ein paar Sachen gebrauchen. Dietriche, Tränke, Knüppel, Schürhaken. Ich kaufe mal eine Sichel, vielleicht können wir die nutzen für irgendwas. Schmiedehammer. Verwitterte Axt. Und wir kaufen noch ein paar Dietriche. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Früher wäre das ganz anders. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben so. Ich halte mich da lieber aus. Erstmal abwarten. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Lass uns lieber über was anderes sagen. Die kann auch da rein. Rostiges Schwert. Manche lernen eben gar nichts dazu. Handaxt. Keule. Ich halte mich da lieber aus. Spitzhacke. Das Noble Fates habe ich darüber bekommen. Crisis Remaster, War Tales, Space Base, Dytopia, Arboria. Richtig geile Spiele teilweise. Und das Addon zu X4. Ja, ich kann mir das ja nochmal angucken. Ich habe mir das damals angeguckt, habe mich auch auf ein paar beworben, habe nirgendwo was bekommen und dann habe ich das einfach wieder vergessen. War nicht besonders schlau. Verlass dich auf jemanden.
lassen. Das ist eben so. Kann schon sein. Lass uns lieber über was anderes reden. Bruce! Batman! Hi! Wie steht's? Wie steht's? Mann, wie soll's schon aussehen? Den ganzen Tag Reis fressen und darauf warten, dass sich eine Gelegenheit bietet, an Erz zu kommen. Dann kann man sich mal wieder richtig in der Kneipe mit Reisschnaps volllaufen lassen. Weil man seinen Reis dann trinken kann. Ich will bei euch mitmachen. Laris entscheidet, wer in die Bande aufgenommen wird. Aber wenn du zu ihm willst, musst du schon einen guten Grund haben. Zum Beispiel? Zum Beispiel jemand, der dich zu ihm schickt. Okay. Bruce wird das also nicht tun. Die erste Person, die ist nicht interessiert, wenn ich ins Haus reingehe. Du siehst ganz schön ungelenkig aus. Ich könnte dir helfen. Ulala. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Akrobatik. Was genau bringt Akrobatik? Ist Akrobatik gut? Ist Akrobatik sinnvoll? Huch! Die haben auch überall das Gleiche drin, ne? Du wirst gelenkiger, aber was bedeutet das? Werde ich seltener getroffen? Habe ich mehr Geschick? Kann ich mich besser bewegen? Huch. Wolf. Also das ist aus dem geworden, nachdem wir den bei Stronghold besiegt haben. Akrobatik lässt Fantasien wahr werden. Ich habe einen Bogen. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. Die Blutfliegen. Was bringen mir Bücher eigentlich? Kurzbogen. Nee, ich brauche keinen Bogen. Ich bin ja auch nicht gut da drin, nicht? Zumindest kann man da, glaube ich, weiter und höher springen. Ja, das habe ich mir gedacht. Wer bist du? Ich bin Wolf, der Rüstungsbauer. Rüstung? Ich suche eine bessere Rüstung. Ich kann dir keine verkaufen. Laris reißt mir den Kopf ab, wenn ich unsere okay. Rüstungen an Fremde verkaufe. Da wird aber auch keine Rüstung drin sein, glaube ich. Nett. Schneller hey, und... Du. Was hast du da drin getrieben? Nix. Schneller und weiter springen ist auf jeden Fall nicht schlecht. Okay. Also wäre das... Sollte ich das skillen? Blade. Also die haben alle so geile Namen hier. Alles klar bei dir. Noch ist alles ruhig. Noch? Wenn die Banditen weiter Gomez Konvois überfallen, steht er irgendwann mit seiner Armee hier vor dem Tor. Und das wird bestimmt kein Spaß. Nee, das glaube ich auch nicht. Das sind alles Gangsters. Ja, echte Gangster, ne? Mhm. Gibt es Probleme hier im Lager?
Junge, hier gibt es immer Probleme. Die Banditen machen, was sie wollen. Und wir Söldner sind damit beschäftigt, die Magier zu decken und die Verteidigung des Lagers aufrechtzuerhalten. Okay. Ich will ein Söldner der Magier werden. Der gibt mir auch nichts Neues. Kord. Ich will besser mit Einhandwaffen umgehen können. Natürlich. Kostet aber eine Kleinigkeit. 30 Erz will ich sehen. 20 Lernpunkte. Ich bin halt fast ein Level up, ne? Ich bin halt, ja, wobei fast, das ist gar nicht fast. Hey da. Da hast du noch mal Glück gehabt. Geile Axt. Okay, Akrobatik würdest du schon nehmen. Dann nehmen wir das. Ich vertraue da mal auf Cyrados. Und ich hole mir mal Akrobatik. Saß der da am Lagerfeuer? Der war... Ne, warte, der war da hinten am Lagerfeuer. Der saß eins oben. Ne, war das war der mit dem Bogen. Ich kann dir die hohe Kunst der Körperbeherrschung zeigen. Wenn du deinen Körper beherrschst, bist du in der Lage, viel weiter zu springen. Du lernst, dich richtig abzurollen und aus dem Fall heraus richtig zu landen. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Auch im Kampf ist Akrobatik sehr hilfreich. Du kannst deinen Abstand zum Gegner sehr schnell verändern. Viel Glück! Nice! Gut. Ah ja. Sieht das vielleicht dämlich aus? Hey du! Sorry. Gorn. Was ist denn los? Ich will mit dir reden. Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorn, Söldner der Magier. Das ist richtig, ja. Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus seiner Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Okay. Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Okay, das heißt, ich... Bis später. Ich hab noch nicht mit ihm... Hey, du! Sorry. Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lieb aufnimmt. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Bis später. Was? Kluge? Gut. Mach das nicht nochmal. Ich war mich am Unterhalten. Ich hätte gar nicht rausgehen können. Hui. Swip. Die haben aber auch alle Namen hier, ne? Alle. Wie sieht's aus? Verpiss dich. Entschuldigung. Wo ist denn das Loch? Das ist Kronos. Ich grüße dich, Magier. Der Segen Adanos sei mit dir. Ich kann dir helfen, deine geistige Kraft zu stärken oder dir ein paar nützliche Dinge anbieten. Was kann ich für dich tun?
Nein, den kriegst du nicht. Ich möchte Schriften über Magie. Lehren der Götter, Band 3. Stärkebonus. Mana-Kosten. Eispfeil, Eisblock. Karte vom neuen Lager und das wär's. Okay. Schwert drin und die restlichen 20 mache ich wieder mit meinem Erz. Fünf Kraft mehr? Gerne. Zack. Ja. Ich finde es halt komisch, so richtig viele Missionen gibt es hier nicht, ne? Der Söldner Gorn erzählte mir, dass Shrike sich ohne zu fragen in der Söldnerhütte genommen hat. Ja. Dann versuchen wir mal, ihn zu überzeugen. Aber wir gucken mal kurz hier rein. Joa, da kommt man eh nicht rein. Da ist ein großes Gitter drauf. Ich glaube, die Bücher sind, by the way, nutzlos, außer das Blutfliegenbuch. Okay. Wow. Die erste Hütte in der Höhle. Meint er die da? Das ist die Hütte. Ja, das ist die Hütte. Hä? Hammer, Zähne, Becher, Rasierfackel, Erzbrocken. Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Mach, dass du wegkommst. Wir sprechen uns noch. Bestimmt. Jetzt ist es meine Hütte. Nicht? Oh. Kann ich drauf schlafen? Doch, kann ich. So. Gorm. Gorm, Gorm. Da ist Shrike, der bufft erstmal eine. Wer ist Cypher? Das passiert nicht nochmal. Aufpassen. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Ach, mein kleiner Schwächling. Batch. Aber mal ist für dich. Nicht da jeder. Batsch. Gutsch, batsch, gutsch. Das passiert mir nicht. Manche in seiner Haut wieder dieselbe Leier. Kann schon sein.
Raids. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Man muss eben aufpassen, was man so von erzählt. Torloff. Wer bist du? Ich bin Torloff. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Die Rüstung sieht geil aus. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, wird Lee dich nicht nehmen. Das sage ich dir gleich. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Laris und seinen Jungs gut stellen. Wenn du einen Tipp willst, Junge. Klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen. Okay. Keiner von euch, der spielt? Hey du! Gut! Entschuldigung. Nicht nochmal. Doch, wahrscheinlich schon, weil ich den Schmied suche. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Torloff ist es nicht. Mein Problem. Ich höre nicht mehr auf das Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrungen und... Hey du! Gut, mach das nicht nochmal. Und du bist verlassen. Was dahinter? Wahrscheinlich hast du recht. Du weißt, wo du hier hinkommst? Nö. Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. Ich habe gar nichts zu tun. Was muss ich machen, damit er mich zu Lee lässt? Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Es war doch klar, dass es Ärger gibt. Okay. Hallo Lee. Gequatscht wird viel. Wie sieht's aus? Wie immer. Wir passen auf, dass keiner den Magiern und dem Erz zu nahe kommt. Brüll mich nicht so an. Könnt ihr noch einen guten Mann brauchen? Lee wird keine Leute bei den Söldnern zulassen, die nicht schon eine Zeit lang hier waren und Erfahrungen gesammelt haben. Wenn du hier im Lager bleiben willst, musst du dich zuerst mit den Banditen rumschlagen. Mhm. Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Rücken an Rücken. Safety first. Ich will bei euch mitmachen. Du hast Nerven. Denkst du, ich nehme direkt jeden, der hier reinkommt? Ja. Erst wenn du einige Zeit hier im Lager bist, kannst du einer von uns werden. Ich werde dich beobachten. Okay. Lesen kann ich nicht. Habe ich nie gelernt. Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Das passiert mir nicht nochmal. Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrung. Manche lernen. War einer von euch Gorn? Da ist Gorn. Hoppala. Wahrscheinlich hast du... Das Reisschnaps. Du kannst trotzdem mit mir reden. Das ist nur wirklich nicht mein Problem. Shrike hat sich eine andere Hütte gesucht. Gut. Gerade noch hat mich Torloff darauf angesprochen, dass er den Burschen das Fell über die Ohren ziehen wollte. Das habe ich schon gemacht. Bis später. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Das war der falsche Knopf. Lurker am Damm, Wassertrager für Lefty. Ja, das Problem bei Lefty ist, das sind halt drei, ne? Drei gegen einen, das ist maximal unfair. Okay, wir schauen mal. Ah, die bringen mir was. Da oben kann man ja wahrscheinlich einer kämpfen beibringen. Im Kampf müsste es jetzt noch nach hinten ausweichen können. Das konnte ich aber vorher schon. Das konnte ich vorher schon. Knapp. Ja.
Okay, wo ist das Vieh? Aber war das da genauso schnell? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die Entfernung ist vor allem mehr. Ist das da oben das Vieh? Fuck, Mann! Huch! Spiel kaputt! Access Violation! Oh Gott, oh Gott. Ich hoffe... Ich hoffe, der Quicksave funktioniert trotzdem. Keine Ahnung. Ja. Ja, es funktioniert. Yes. Alter, der manchmal macht, also manchmal kann der richtig schön fließende Bewegung und manchmal nicht. Ich habe doch keinen Ausdauerbalken, oder bin ich doof? Ich habe noch nie einen Ausdauerbalken gesehen. Hatten wir am Anfang nicht was zum häufig unterschiedlich speichern? Ich speichere ja häufig, aber ich mache Quicksave, ne? Und dass der keinen Auto-Quicksave-Speicherpunkt anlegt, den du einfach wieder auswählen kannst, wusste ich halt nicht. Habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Ja, aber das neue Lager ist ja... Ist sehr weitläufig, aber auch nicht spannend. Schade. Ich hatte gehofft, da kann man irgendwie reintauchen, aber nö. Kann man nicht.
das Banditenlager. Quicksave ist halt auch nur ein Slot. Quicksave ist nur ein Slot, ja, aber den zeigt er halt nicht an. Hier. Und du hast ja diese Weiterspielen. Also du kannst, glaube ich, wenn das Spiel normal beendest, geht das. Es war nur nicht normal beendet. Ich habe das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Alles klar, Bemdam? Steht wie eine Festung. Den kriegt so schnell nichts klein. Gut. Okay. Wasserträger. Ja, mir ist immer noch diese Wasserträgermission in Dorn im Auge. Oh, fuck. Nee, geht eher darum, wenn du einen größeren Bug hast, der das Weiterkommen verhindert, dann musst du halt wieder den richtigen Spielstand laden, wenn du Pech hast. Das musste ich gerade auch. Ich musste gerade einen richtigen Spielstand laden und habe dann die Quick-Load-Taste geklickt. Und der hat im Hintergrund, hat er diesen Slot als Extra-Slot. Aber ich kann ihn nicht manuell auswählen. Ich kann ihn nur in, halt, mit der Taste auswählen. Ich musste gerade das komplette Spiel neu starten und dementsprechend das auch machen. War nicht besonders schlau. Ich hatte bei Baldur's Gate 3 auch mal einen Absturz nach einem Quicksave und danach beim Neustart fand das Spiel kein Spiel statt mehr. Hat aber dann noch geklappt, aber ich war schon etwas am Schwitzen. Du willst halt am Ende des Durchgangs mindestens 200 Saves haben? Ja, die werde ich nicht haben. Ich kenne mich. Die werde ich nicht haben. So, nochmal. Zack. Mein Cyberpunk 2077 Safe Folder ist deshalb auch 2 GB groß. Wow. Ja gut, du hast aber auch mit Elden Ring eine sehr, sehr schlechte Erfahrung gemacht, ne? Ja, aber wenn jetzt vor, sagen wir, 10 Minuten ein Bug entstanden ist und du seitdem schon wieder einen Quicksave gemacht hast, dann musst du halt wieder an dem richtigen Spielstand laden. Richtig, ja. Dann ist das so. Wow, was ist hier drinne? Müll. Ein Reiterbogen, okay. Kann man im Zweifel alles verkaufen. Nett. Ich muss ja sagen, so ein Level-System, wie es die Elder Scroll-Reihe hat, mit Nutzen und dann Verbessern, finde ich viel, viel geiler. Ich verstehe, dass das hier so ist, wie es ist. Aber ich finde dieses Level-System beim Verwenden von Dingen deutlich, deutlich geiler. Nett. Ja, ich würde Lefty ja gerne einfach in die Fresse hauen. Du bist neu. Ah, nee, das ist der, der mit... Pass auf deinen Rücken auf! Kann ich da mal vor...
Ich habe auch das Gefühl, dass der mich jetzt nicht freundlich empfängt. Ach ja, laden. Laden ist eine richtig doofe Idee. Jetzt habe ich einen Reiterbogen oben liegen, aber ist egal. Boah, bei Starfield haben sie auch eine Mischung aus beiden. Eine Mischung ist ja in Ordnung, wenn sie gut durchdacht ist. Niemand hat es gesehen. Ich halte mich da lieber raus. Manche lernen eben gar nichts dazu. Lass uns lieber über was anderes. Oh yes. War nicht besonders schlau. Dankeschön. Ein sehr großer Freund davon. War doch. Hey du, ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Der hat schon wieder nicht diese fließende Bewegung gemacht. Ich krieg dir so einen Brechreiz hier. Kommst du her? Hey du, ich... Ein Kampf. Fest. Netter Kampf. Ja, ich wollte erstmal zurück ausweichen, dass der andere nicht mitmacht, ne? Aber... Ha. Ich... Mir stellt es die Nackenhaare auf, wenn ich sehe, wie einige Streamer immer nur auf dem gleichen Spielstand speichern oder nur quicksaven, wenn das Spiel einen Bug hat. Dann gute Nacht. Dann ist das so. Ganz ehrlich, dann ist das so. Hey. Ah! Renn heim zu Mutti. Nee, tu ich nicht, komm her. Der Kampf ist entschieden. Ja, ist er. Meins. Was hast du dabei? Meins. Zack, Lefty ist leider jetzt leftlos. Na los, steh auf. Möchtest du nochmal mit mir quatschen? Du wirst wenig Zeit haben, das zu bereuen. Bring dir mal Wasser, den Bauern. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Na, mein Freund. Na, mein Freund. Mann, was willst du? Eigentlich will ich deine Rüstung haben. Ich hatte einen schlechten Tag und suche einen Ausgleich. Halt mal still. Die Bauern sehen durstig aus, ja. Die Bauern sehen durstig aus. Ich kümmere mich drum, mach dir keine Sorgen. Los. Geil. Nach Eislord. So, oh. Ich höre nicht mehr auf das Gefahrsame. Sieht das. Das sieht unbequem aus. Also juckt das nicht im Hals? Hm. Hey du. Wer ich? Na, Hallöchen. Nein, ich meine deine Großmutter. Natürlich meine ich dich. Na, Löchen, Kosik. Wie war dein wahrscheinlich ganzer Tag Scam? So. Ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt wieder zurück zu unserem angestammten Lager. Was schleichst du da rum? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Hey, du! Was schleichst du da rum? Ich schleiche nicht, ich gehe. Ich habe früher mal Spielstände mit Winra gepackt und gesichert, aber gebraucht habe ich die dann doch nicht mehr. Okay. Also sowas habe ich noch nie gemacht. Ich bin halt ein Konsolenkind, ne? Da hast du einfach neue Spielstände gemacht und dann war das so. Das Schlimmste, was mir passiert ist, dass mir mehr als eine Memory Card kaputt gegangen ist.